Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Bikepacking-Vlogs. Begleitet mich auf meiner Reise mit dem Rennrad von Schweinfurt nach Athen, meine lieben Radreisefreunde. Und ich bin auf Etappe Nummer 6 unterwegs in Bosnien-Herzegowina auf den schlimmsten Schotterpisten hier mit dem Rennrad ganz mies zu fahren. Ich habe über eine Stunde Zeit verloren hier auf dieser Piste und will noch nach Banja Luka kommen. Und kaum bin ich von der Schotterpiste runter, stellen sich mir die nächsten Probleme in den Weg. Seht selbst. Das war jetzt eine anstrengende Geschichte. Was waren das jetzt? Nach 10 Kilometer oder so? Vor allem auch zeitraubend halt. Ja, diese Hunde. Ah, das hält halt auch auf, ey. So ein Scheiß, ne? Vor allem, warum passen die nicht auf? Die sind so... Da schreien sie rum. Da schreien sie rum, als wäre das das erste Mal, ey. Hey, komm zurück, Bello! Mach dem nichts! Der macht doch nichts! Mann, ey. So, weiter im Text. Ja, die Straßenhunde, die werden mir auf dieser Reise noch ein bisschen öfters begegnen. Das ist immer so eine Sache, weil auf dem Fahrrad, ne, du weißt halt nie, was die machen, ne? Die fangen an zu bellen, die rennen auf dich zu, die sind Fahrradfahrer nicht gewöhnt. Wenn man dann nicht gerade in der glücklichen Situation ist und es geht gerade so ein bisschen bergab, man fährt seine 35, 40 km/h, dann musst du anhalten, weil du weißt nicht, was diese Hunde machen. Und nur wenn du anhältst, dann beruhigen die sich so ein bisschen. Und dann musst du warten, bis sie sich beruhigt haben und erst dann kannst du weiterfahren. Und das kostet halt immer mehr mordsmäßig Zeit. Ebenfalls viel Zeit gekostet haben diese schlechten Schotterpisten aus der letzten Folge. Innerhalb der letzten Stunde habe ich aus diesen beiden Gründen Schotter und Hunde dann lediglich 15 Kilometer zurücklegen können, was für meine Verhältnisse etwas zu wenig ist. Denn das Ziel ist normal immer so ein 28er, 29er Schnitt. Ich befinde mich jetzt in der Anfahrt zur ersten größeren bosnischen Stadt und die heißt Prijedor. Ist knapp 70.000 Einwohner groß und die erreiche ich in wenigen Kilometern. Und bevor ich es vergesse, ich bin genau in diesem Moment 1000 Kilometer unterwegs, seitdem ich in Schweinfurt losgefahren bin. Ich habe jetzt aber erstmal andere Probleme und zwar brauche ich dringend Bargeld. Ich bin frisch in dieses Land gekommen, hier gibt es kein Euro, hier gibt es konvertible Mark und die muss ich mir erstmal holen. Das heißt, ich fahre jetzt hier ins Zentrum dieser Stadt und suche mir erstmal einen Bankautomaten. Ja, und in dieser Stadt in Prijedor gibt es die geballte Ladung Balkan-Flair. Die Architektur ist bunt durcheinander gewürfelt, am Stadtrand noch diese Einfamilienhäuser mit Garten und so und in der Innenstadt dann so bunt gemischt große heruntergekommene Wohnsilos, Plattenbauten dazwischen und dann wieder ganz nette Mehrparteienhäuser zwischendrin mit Garten. Ganz, ganz wilde Architektur dort, keine historische Altstadt, aber naja, jetzt erstmal viel Spaß mit Prijedor. So, ich habe Kohlen bekommen, 100 km, was auch immer das ist und wie viel wert es ist, ich weiß es nicht. So, aber nach der Aktion vorhin habe ich jetzt meine Routenplanung überdacht und werde jetzt die große Straße nehmen nach Banja Luka. Ich hätte hier auch gerne noch eine Pause eingelegt, habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich nicht so spät nach Banja Luka reinfahren wollte. Ich habe schon kurz nach 2 und es sind noch gute 2 Stunden zu fahren. So spät will ich dann auch nicht ankommen. Okay. Ja, cool, Daumen hoch. Nice.
Zickzack. So. So, bei der Luca 55 ist es in etwa genauso viel wie meine ursprünglich geplante Route. Aber halt jetzt wahrscheinlich nicht so tolle Strecke, ne? Das ist halt jetzt die Hauptverbindungsstraße zwischen den beiden Städten. Wir haben LKW, wir haben Auto. Auto liegen. Ja, dafür haben wir keine Hunde und wir kommen schnell voran. Chaga! Ich bin nach wie vor ein bisschen geflasht, dass es halt echt so komplett anders ist als jetzt in Kroatien. Ne? In Kroatien hast du ja dann doch noch so einen gewissen europäischen Standard. Und das hier ist komplett anders. Geil! Okay, gut. Servus, Leute, tschüss, bis dann. Your voice echoes in my mind. Da drinnen drüben zwei Zwillingsminarett. Allah, ich bin mal gespannt, ob der Muezzin ruft heute Abend. Ah, wieder durch die ganze Stadt erschallt. Ja, genau, ne? Und so. Ja, große Straße, pipapo. Dafür, wie ihr seht, exzellenter Straßenbelag. Ja, eine große Moschee hier. Allah. So. Ja, dafür exzellenter Straßenbelag. Auch die LKW sind halt Fluch und Segen zugleich. Weil der Gegenwind ist stark. Und es ist ein Kampf hier. Und immer wenn so ein LKW kommt, der nimmt einen mit. Der zieht einen. Der hat einen schönen Windschatten. Den kann man 300, 400 Meter dann mitnehmen. Da kann man immer noch mal 10 km/h drauf beschleunigen und dann wieder ausrollen lassen. Mit der gleichen Drehleistung. So, jetzt haben wir noch 40 Kilometer. Da vorne türmen sich die Berge auf, da fahre ich jetzt hin. Diese Berge, die man da hinten am Horizont so leicht erkennen kann, die gehören dann schon zum Dinarischen Gebirge oder Dinariden genannt. Und dieses Gebirge auf der Balkanhalbinsel werde ich jetzt dann einmal komplett durchqueren. Das zieht sich hin bis nach Griechenland, bis zur Ägäis, bis zum Mittelmeer. So, hier habe ich jetzt viel Zeitrafferaufnahmen gemacht auf dieser Landstraße. Da kann ich euch ein bisschen was erzählen, und zwar einmal zu dieser Straße selbst. Also das war schon nicht so der Genuss, hier zu fahren, wie vorhin schon gesagt. Das ist eine große Straße, da ist viel los. Man sieht es, viele LKW, die mich da überholen. Einige davon auch mit eher knappem Überholabstand. Aber was es richtig unangenehm macht, ist eben die Kombination von dem Verkehr mit dem leichten Anstieg, den ich da habe. Man sieht es im Höhendiagramm, es geht stetig bergauf, und dazu ein zügiger Gegenwind, der mich langsam macht. Also ich komme stellenweise nur ganz langsam voran, und das macht das Fahren nicht so angenehm. Aber vermutlich trotzdem noch besser als auf der Route, die ich ursprünglich gedacht hatte zu fahren. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zu dem Land, in dem ich da jetzt unterwegs bin. Das heißt Bosnien und Herzegowina. Das existiert in dieser Form erst seit 1992, ist damals nach dem Zerfall von Jugoslawien entstanden, und es ist ein Mischvölkerstaat. Hier wohnen Bosniaken, hier wohnen aber auch Serben und hier wohnen auch Kroaten. Und das ist auch der Grund, weshalb es damals nach dem Zerfall Jugoslawiens zu dem Bosnienkrieg geführt hat. Und zwar, weil die Serben und die Kroaten wollten einen Teil von diesem Land sich einverleiben. Vorzugsweise der Teil, in dem ihr Volk die Mehrheit stellt. Das wiederum schließt die Vertreibung der anderen Ethnien in diesen Gebieten mit ein, und das führt dann zu Krieg, und so kam es zu dem Bosnienkrieg.
Das heißt, Bosnien ist so ein dreigeteilter Staat. Und wer jetzt denkt, ja, die eine Hälfte ist Bosnien, die andere ist Herzegowina, da muss ich sagen, nein, Bosnien, der Name leitet sich eigentlich nur ab von dem Fluss Bosna, der hier durchfließt. Und Herzegowina ist eine weitere Region, hat aber nichts mit den Ethnien zu tun. Das Land teilt sich anders auf. Und zwar gibt es da zwei sogenannte Entitäten. Einmal die Föderation Bosnien und Herzegowina. Das beinhaltet dann die Bosniaken und die Kroaten. Und dann noch die Republika Srpska, die ist ein bisschen abtrünnig und die beinhaltet die serbischstämmige Bevölkerung hauptsächlich. Also dieser Teil des Landes, der serbische Teil, in dem ich jetzt auch hier unterwegs bin, der möchte sich gerne von Bosnien abspalten. Und ich persönlich, ich warte eigentlich schon drauf, dass das Land zerbricht, ich weiß es nicht. Ich habe da leider kein gutes Gefühl, denn die Abspaltungsbewegungen dieser Republika Srpska, die haben in letzter Zeit spürbar zugenommen. Die Hauptstadt der Republika Srpska ist Banja Luka. Das ist die Stadt, in die ich jetzt gerade reingefahren bin. Die Hauptstadt, auch die zweitgrößte Stadt des Landes, Bosnien-Herzegowina, mit 150.000 Einwohnern. Das ist also schon etwas Größeres und hier werde ich dann auch übernachten. Hier endet dann die Fahrt. Aber jetzt geht's erstmal durch den Stadtverkehr, durch den Feierabendverkehr hier kurz nach 4 in Banja Luka. Muss ich mich mal wieder durchwühlen, was mir aber auch in gewisser Weise immer ein bisschen Spaß macht, ne? Ja, die fahren hier alles so ein bisschen rabaukisch, aber immerhin langsam. Es geht hier alles viel, viel langsamer als in Deutschland. Dafür aber auch chaotischer. Ich habe echt genug, die Landstraße da, das war irgendwie blöd. Aber gut, ja. Hätte ich es ja nett genommen, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal da. Ja, der Teil auf der Landstraße, den ihr so elegant im Zeitraffer beobachtet habt, der war richtig anstrengend. Der hat mich richtig geschafft. Das war wirklich eine Herausforderung. Von daher bin ich froh, dass ich hier jetzt auf den letzten Kilometern meiner heutigen Etappe endlich angekommen bin. Ich kann schon mal vorwegnehmen, die Unterkunft, die ich heute Abend habe, die ist richtig spannend. Das ist eine bosnische Wohnung mitten im Zentrum in dieser schönen Stadt. Und das heißt, ich kann euch auch mitnehmen auf einen schönen Abendspaziergang durch das Zentrum von Banja Luka. Und das hat einiges zu bieten. So viel dann erstmal zum fahrerischen Teil des heutigen Tages. Eine echt anstrengende Etappe, hat easy angefangen, aber dann doch ihre Schwierigkeiten gehabt. Und ich bin jetzt endlich da. Zeit zum Feierabend machen. Check out my crib. Oh ja. Ich habe so eine richtig, das ist so eine bosnische Wohnung hier in Banja Luka. Oh Mann, ich lebe noch. Scheiße, ey, das war jetzt wieder eine Fahrt. Für ein Eimer, echt. Die letzten 50 Kilometer da auf dieser Straße. Kann ich echt vergessen. Jetzt haben die sogar noch mein. Ich bin hier wieder im dritten Stock, natürlich. Ich wohne mal ganz oben, ne? Das heißt, da, wo man das Fahrrad ganz hoch tragen muss, da wohne ich. Aber die haben mir jetzt gerade noch geholfen, hier das Fahrrad hochzutragen. Ich habe das Ganze hier auf Booking gebucht. Das ist aber ein privater Gastgeber. Es ist ja ähnlich wie Airbnb. Also es ist eine richtige Wohnung mit Ausstattung und so weiter. Und es ist ja echt riesig, ne? Guckt euch das mal an. Da ist noch so eine Küche. Die haben mir sogar noch was in den Kühlschrank getan. Die haben gemeint, ich dürfte es einfach nehmen. Was ist das hier? Johnny Walker, das rufe ich mal lieber nicht an. Okay, ja. So ist es, Alter, die 55 Kilometer, das war jetzt wieder mal. Gegenwind, berghoch, LKW, Autos. Ach. Gott, ich bin durch. Ich will jetzt echt nur entspannen. Irgendwo war noch so ein Balkon. Ah ja, Balkon. Kann ich dann rauchen? Das ist der Innenhof. Ist echt zentral, ist genau in der Mitte von der Stadt. Die Stadt ist echt riesig groß. Hier noch ein bisschen spazieren gehen, aber jetzt mache ich mich erstmal frisch. Genug gebabbelt. So, Alex ist wieder halbwegs Mensch. Jetzt gehen wir mal Banja Luka entdecken. Als ich vorhin hier angekommen bin,
habe ich mir echt gedacht, ich suche mir ein Hotel. Da weiter bin ich hier reingekommen. Da habe ich die Briefkästen gesehen und das war keiner da. Dann habe ich den angerufen. Haben sie gesehen, dass ich da bin? Haben sie mir aufgemacht? Na, hat es doch geklappt. Da ist eine schöne Wohnung da oben und die waren auch super nett. Wie gesagt, die haben mein Fahrrad da hochgetragen. Passt schon, ne? Erstmal riesen Eisenei schüren. Und Popcorn gibt's hier auch. Ich lieb das, wenn die salziges Popcorn auf der Straße verkaufen. Zu einem Hammerpreis. Ich liebe es. Jawohl, und hier gibt's noch den Präsidentenpalast der Republika Srpska zu sehen. Und mit einem Blick auf die Christ-Erlöser-Kirche hier im Zentrum von Banja Luka endet diese Folge dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es euch hat's gefallen. Ich freue mich über Abos und Likes. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Tschüss. So, nach so einem langen Tag auf Achse hat man echt Hunger. Deswegen gibt's jetzt eine monströse Pizza. Und ich verabschiede mich und sag schon mal bis morgen. Your voice echoes in my mind.